Zivilisationen sind verwundbar. Eine Laune der Umstände. Ein kleiner Schmetterling schlägt mit den Flügeln. Und plötzlich bahnt sich eine Katastrophe an. Haran, eine ganze Stadt, einfach ausgelöscht. Wer dort zurückblieb, war hoffnungslos verloren. Die klügsten Köpfe der Welt fanden gemeinsam einen Impfstoff gegen das Haran-Virus. Letztlich besiegte die Menschheit die Seuche. Doch das war ihnen nicht genug. Entgegen seinem Versprechen, die Labore zu schließen, setzte der GRE seine Forschung an THV heimlich fort, für das Militär. Es dauerte nicht lange, bis erneut eine Variante von THV freigesetzt wurde. Der Niedergang passierte schneller, als irgendwer ahnen konnte. Die wenigen Überlebenden hausen nun in kleinen Enklaven. Einziger Kommunikationsweg zwischen den entfernten menschlichen Siedlungen sind Reisende, tapfer oder verzweifelt genug, den Weg durch die gefährliche Einöde zu bestreiten. Sie werden Pilger genannt. Irgendwo auf der Karte existiert noch eine Stadt. Eine Stadt ohne Verbindung zur Außenwelt. Eine Stadt mit eigenen Regeln. Heute ist sie die letzte Bastion der Menschheit. Eine Chance, aus der Geschichte zu lernen. Und es endlich einmal besser zu machen. Denn jede Entscheidung beeinflusst die Zukunft. Unumkehrbar. Damit sage ich einen wunderschönen guten Morgen und willkommen im Koop zu Dying Light 2. Ah, schön, endlich wieder Zombie-Schnetzeln. Habe ich Bock drauf. Noch bin ich aber allein, denn es gibt ein kleines Tutorial am Anfang, was eben solo gemacht werden muss. Ja, das mache ich einmal und das macht auch der Tamiro. Ja, deswegen schaut auch da gerne vorbei. Aber zunächst muss ich erstmal hier ganz kurz in die Einstellungen reingucken, weil man hat ja gesehen, gleich, ne, geht ja gleich los. Reisekrankheit hab ich jetzt zwar nicht so, aber ja, nee, das kann man so lassen, das ist auch so richtig. Wie gesagt, ich muss ganz kurz mal in die Einstellungen rein. Ah. Sehr gut. Eine Sekunde. Farbkorrektur. Nein, würde ich nicht haben. Nein, ja, nein. Ja. Qualität. Ja, das passt soweit. Ja, ja, ist doch okay. Nö, das sieht alles sehr gut aus. Perfekt. Okay, ja, das möchte ich genauso übernehmen. Also es geht gleich los. Moment, Moment. So geduldet euch doch. So geduldet euch doch. Gut, das lasse ich mal so. Das kann ich extern ein bisschen lauter machen oder leise. Je nachdem. Physikalisch, Parcours. Assistiert. Physikalisch. Bietet ein realistisches und reaktionsschnelleres Parcours-Gameplay. Ja, nee, ich bleib das so. Nee, das will ich nicht. Okay, perfekt. Kampagne spielen. Klar, den Spielstand, den kann man löschen.
Denn wir hatten tatsächlich schon mal angefangen, Dying Light zu spielen und bzw. aufzunehmen, aber wir haben es nie veröffentlicht. Und jetzt wollen wir endlich damit anfangen. So, ich gucke mal ganz kurz hier rein. Sprachchat ist zum Glück aus. Und wir fangen an. Neues Spiel. Geht los. Achso, na klar. Viel mehr hat das Spiel erstellt. Mittelmäßige Bedrohung am Anfang, aber ja, sagen jetzt nicht, wie läuft das Spiel langsam. Wenn man da verteilt, aber man muss sich dennoch gut verwalten. Ich bleibe erstmal bei normal. Wir lassen das so. Automatisch springen lassen wir aus. Hat massiv. Sind sichtbar. Ja, gut, wir lassen das mal alles an. Ja gut, wollen wir da auch irgendwas ändern? Na, ich glaube nicht, oder? Düster und dunkel. Ah, nee. Wir bleiben mal so. Öffentlich. Nein, nur Freunde. So, es geht los jetzt. Oh, hab ich Bock drauf. Ah, wurde Zeit. Nach Dead Island kann man ja auch mal der Eigenheit bringen. Ja. Haben ja vieles geändert, ja. Auch das Schadensmodell, das Score. So wie ich das mitbekommen habe. Haben die ja sich so ein bisschen eine Scheibe davon abgeschnitten von Dead Island. Das bedeutet, dass sie eben, wie gesagt, das Gore-System so ein bisschen angepasst haben, so ein bisschen blutiger gemacht haben. Klingt gut. Ich bin gespannt. Ja, früher hat das Spiel mehr Spaß gemacht. Ja, früher warst du noch jünger. Und dümmer. Immerhin bist du noch genauso schnell. Denn ein langsamer Pilger. Ein toter Pilger. Ja, ja, ich weiß. Komm hoch, ich will dir was zeigen. Okay, sehr gut. Wir machen mal ganz kurz noch V-Sync an. Das war doch hier irgendwo. Ist doch an. Okay. Na gut, dann lassen wir das so. Gut, ich, klar, ich habe 144 Hertz hier mit diesem Monitor. Aber, na gut. Ah, schön. Ah, herrlich. Schön. Na gut. Was will er denn? Oh, shit. Jetzt verstehe ich wieder, warum das Spiel ein Fehler war. Oh, shit. Ich habe Höhenangst. Also, der ein oder andere aufmerksame Zuschauer wird vielleicht mitbekommen haben, dass schon das eine oder andere Spiel existiert hat, bei dem ich gesagt habe, so, das ist ein bisschen hoch. Angefangen hat das, glaube ich, bei Lego Star Wars. Ja, auch da. Nun, wie soll ich das sagen? Ich habe auch in-game stellenweise Höhenangst. Das ist auch sehr ausgeprägt im Einzelspieler, also das Einzelspielermodus. Quatsch. Im Ego-Modus, also in dem Modus hier. Ich hatte da stellenweise Probleme, auch bei Far Cry. Da gab es ja so bei Far Cry 3 und 4, ich glaube auch noch 5, maybe, diese Funktürme, die man hochklettern musste, um halt da so eine Art Sichtpunkt zu haben oder irgendwie sowas. Ja, das war nicht geil, das sage ich euch.
oder Dying Light 1, da musste man ja auf diesen Damm oder was das war, da hochklettern. Ach, das war ein Problem, du, das glaub mir mal. Das kann ja noch was werden, aber gut. Da werden wir sicherlich auch noch einen Weg finden. Okay. Okay. Sehr gut. Okay. Sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Scheiße, Mann. Du bist immer noch ganz schön stark. Wenn du wüsstest. Wo bist du denn? Ach, verdammt, da bist du. Ach so. Ja. Bah. Danke. Schön, dich zu sehen, Spike. Wie lange ist das her? Viel zu lang. Aber werd jetzt nicht sentimental. Warum denn nicht? Du wirst schon sehen. Es ist unglaublich. Was ist unglaublich? Die meisten Pilger schaffen keine 2-3 Jahre auf der Straße. Du bist jetzt schon 4 Jahre da draußen. Und noch immer am Leben. Du auch? Klar, aber ich bin ja auch der Hammer. Na klar, stimmt. Echt jetzt. Ich wünschte, ich hätte deine Energie. Hast du eine neue Spur zu Jane? Na, nach New Paris blieb sie verschwunden. Wo bist du lang? Durch Baines oder Gary? Na, Baines, was ein Misthaufen. Gerade mal 5 wackelige Hütten und ein verrotteter Zaun sind noch da. Niemand dort kannte sie. Schau mal, Aiden. Ein Bienenstock voller Honig. So eine Gelegenheit lässt man nicht aus, oder? Auf keinen Fall. Sieh dich um. Wenn wir Glück haben, wächst ja auch Camille. Soll ich mir jetzt einen Tee machen, oder was? Bin ich Engländer? Okay. Aber wieso? Ich soll das einfach so machen? Da, wo die ganzen Bienen hier sind, klar. Da einfach mal so einen Stock mit dem. Du, da bin ich doch voll d'accord. Ich weiß ja nun auch nicht hier. Das müsste reichen. Nö, ich nehme hier alles mit. Wenn schon, dann richtig. Auch wenn die Schreie im Hintergrund mir jetzt gerade nicht so gefallen. Ach, da ist noch einer, okay. Erinnerst du dich an die alte Kräuterfrau, die wir in ihr Dorf zurückgebracht haben? Oh ja, die mit diesem Sprichwort, Kamille und Honig immer schön aufheben. Zusammengemischt bleibst du damit am Leben. Okay. Neuen Entwurf erhalten. Drücke I, um zu öffnen. Um zu öffnen das Inventar, genau. Klar. 20, 2, 2, 3, 2, 3. Oh, gut, klar. Also man kann damit craften. Das ist ja klar. Gut, hier sieht man alles, was man so braucht. So Batterie, Mohn, Ochse, Federn, Elektroteile, Kamille. Okay. Verstanden. Verstehe. Upgrade-Stufe. Oh, man kann sogar upgraden. Oh, okay. Komm schon, wir sind fast da. Ja, ja, ich würde jetzt aber gerne hier noch das mitnehmen. Oh, ich werde jetzt die ganze Zeit drücken. Ich will ja nichts verpassen oder sonstiges. So, was hast du? Das ist es. Komm schon. Was ist was? Ja, aber wollen wir das denn nicht zumachen? Okay, dann nicht. Wow. Da hatte mal jemand eine nette Hütte. Das sieht so ein bisschen aus, ja. Abgeschlossen. Ich versuch's hier. Geh du zur Hinterseite. Na klar. Was wir brauchen können. Klar. Ach so, okay, da ist gar nichts. Oh, schade. Okay. Durchsuchen Sie das Haus. Ja, das kriegen wir anscheinend hin. Ja,
habe auch keine Waffe oder sowas, ne? Gar nichts. Ja, großes Kino. 10 die Docke. Okay, das müsste ich vielleicht ein bisschen umpacken. Leer. Ja, nice. Leder. Hier ist nichts. Okay. Seife. Hier ist nichts. Toll. Ja, ach so. Was zum Mann. Ja, nur Ratten. Zeit, dass sich unsere Wege trennen. Warum? Ich mache mir langsam Sorgen um dich. Und du kennst unser Motto. Sorgst du dich um jemanden, wird es Zeit zu gehen. Wieso? Hallo? Hä? Ja? Okay. Was soll der denn jetzt? Reis, okay. Harz. Schließen, okay. Was haben wir hier? The Last Spring Party 2023. Dienstag, der 21. März. Dance like it's the end of the world. Klar. Aber das kann doch... Haben die es geupdatet? Oder war das generell schon so? Weil ich meine, wir haben ja 23. Das Spiel kam doch nicht 23 raus. Party. Aber bis dahin hatte der GRE doch längst die Kontrolle über das Virus verloren. Ja, eben. Was steht da drauf? Ach, verdammt. Hätte ich eher lesen sollen. Na gut. Ich frage mich, wie der Wein damals geschmeckt hat. Kann ich dir nicht sagen, ich bin kein Weintrinker. Lieber Whisky, da bin ich dann schon eher dabei. Who do you voodoo? Klingt vertraut. Bitte was? Who do you voodoo? Voodoo, you voodoo. Das ist von Sam B. Dying Light. Dead Island. Boah, das klingt aber auch ähnlich. Dead Island, Dying Light. Nee, von, wie gesagt, von Dead Island. Ersten Teil, Sam B. Voodoo, you voodoo. Ah, da ist ja so ein bisschen Rap und alles so. Und im zweiten Teil, das Let's Play gibt's ja auch. Ja, haben wir auch schon gemacht. Ich und Tamiro. Ploppt vielleicht gleich hier irgendwo was auf. Ja, kann man auch gerne anschauen, aber wieder erst nach dem Projekt, ne? So. Der hat das immer gesagt, Sam B. Da ist ja das große B. Hoodoo, you voodoo. Cool. Gut, klar, dass irgendwo eine Verbindung oder ein kleines Easter Egg rein muss, ist ja klar, aber das finde ich ja cool. Das finde ich mega. Cool. Die Frage ist, gibt es da eine Verbindung zwischen Dying Light und Dead Island? Glaube ich zwar nicht, dass es dasselbe Universum ist. Null. Weil, ist ja ein paar Jahre später. Ist ja 2036 oder irgendwie sowas. Dass wir gerade sind.
Hast du noch was zu sagen? Nö, okay. Was ist das hier? Das sollte damals wohl Kunst sein. Du. Ich sehe darin auch keine Kunst. Das ist für mich einfach nur den Unfall. Mehr sehe ich da nicht. Oh. Harz. Okay. Zigaretten, na gut, klar. Von welcher Seite bist du eigentlich reingekommen, sag mal? Kann mir das mal einer erklären? Feiert man am besten mit einem rauschenden Fest. Na, die wollten selbst bestimmen, wie sie sterben. Hoffen wir, dass wir auch so viel Glück haben. Aiden, ich sehe oben nach. Schau du dir mal den Garten an, okay? Okay. Das trifft mich gerade so ein bisschen. Weil, sorry Dave, goodbye. Mein Name ist David. Beziehungsweise Abkürzung Dave. Das finde ich jetzt irgendwie traurig. Wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt. Das Alkohol und Schlaftabletten. Krass. Hier ist ja noch mehr. Auch kleine Kinder. Das finde ich gerade echt, also, puh, okay. Wow. Okay. Meine liebste Mary, verzeih mir, dass ich dich verlassen musste. Es heißt, wenn das Virus dich verwandelt, dann bist du für immer verloren. Das kann nicht wahr sein. Ich weiß, dich gibt es noch da drin, unter all dem Schmerz und der Krankheit. Ich komme zu dir. Kein Weglaufen mehr. Gott. Aiden, komm her.
Komm her, schau dir das an. Puh, okay. Das ist krass. Es nimmt mich gerade echt so ein bisschen mit. Wie komme ich da jetzt hoch? Hier? Ah ja. Ist halt echt krass, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, ne? Du bist halt irgendwie ein Kind oder junger Erwachsener oder irgendwie sowas. Du feierst nochmal und dann schläfst du ein mit Schlaftabletten. Weil das dein einziger Ausweg ist. Puh. Setz dich, Kumpel. Für dich. Mein Geschenk? Ein Geschenk des Himmels, um genau zu sein. Habe ich gerade gefunden. Neben der Leiche des Besitzers. Dir nutzt es wahrscheinlich mehr. Hier. Kein Aroma mehr. Ein echter Feinschmecker-Gaum, was? Trink einfach. Unglaublich, wie friedlich das Ende der Welt doch ist. Na, zumindest bis zur Nacht. Stimmt. Ich wünschte, Crane hätte das hier gesehen. Wer? Kennst du nicht. Hab für dich diesen Typen gefunden. Was? Welchen Typen? Tu nicht so. Du wurdest doch Pilger, um den Dreckskerl zu suchen. Waltz, ich habe jemanden gefunden, der ihn kennt. Was? Und das sagst du mir erst jetzt? Als ich dir das Bier gab, dachte ich, du wüsstest, dass wir was zu feiern haben. Der Typ ist in Villador. Anscheinend weiß er was über Waltz. Villador? Dann bin ich so nah dran, hä? Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Bringst du das hier nach Gary? Liegt auf dem Weg. Die Leute dort mögen Pilger nicht, aber sie zahlen gut. Und wo mögen die Leute Pilger, Aiden? Sie haben Angst vor uns. Alle tun ihr Bestes, um zu überleben. Vielleicht. Aber sobald etwas durch die Horden von Infizierten transportiert werden muss, klopfen sie plötzlich an deine Tür. Also gut, aber du schuldest mir was. Na, nicht nur eine Sache. Also, was ist mit dem Typen? Naja, hab per Funk mit ihm geredet. Seinen Namen hat er nicht gesagt. Sieht aus, als hätte er was zu verbergen. Siehst du die Antenne auf dem Hügel da? Damit kannst du ihn kontaktieren. Er hört den Funk auf 140,200 MHz ab. Morgens früh. Sag ihm, du meldest dich bald. Was will er dafür? Hat er nicht gesagt. Klang aber nicht danach, als ob er irgendwas umsonst macht. Das macht wohl keiner. Und? Was ist mit mir? Du bist ein alter Sack, der mich überall nach seiner verrückten Freundin rumfragen lässt. Hey, hey, hey. Sie ist nicht verrückt. Jane ist vielleicht ein bisschen hitzköpfig und... Sie bringt sich immer in Schwierigkeiten, aber... Wenn du ihre... Hey, langsam. Na gut, für solches Gerede ist es noch zu früh am Abend. Augen. Ich wollte Augen sagen. Wunderschöne, stahlgraue, riesige. Hab noch nie gehört, wie jemand so auf graue Augen abfährt. Weil du einen Scheißdreck über das Leben weißt, ganz zu schweigen von Frauen. Na, wahrscheinlich hast du recht. Ich sag's dir. Irgendwann finde ich Jane. Dann suchen wir uns ein Haus. Da wohnen wir und niemand wird es uns nehmen. Und ich wandere nicht mehr rum wie ein Trottel. Ja, darauf trinke ich.
Und dieser Waltz, was ist mit dem? Gehört er zur Familie? Nein, ganz und gar nicht. Und warum suchst du ihn dann? Erzählst du mir das irgendwann? Ja, irgendwann. Na gut. Ich muss weiter. Wann sehen wir uns denn wieder, hä? In 2 Jahren? Vielleicht. Mach's gut, Mann. Ich hoffe, du findest diesen Waltz. Oder wen auch immer du suchst. Und denk daran, 140,200 Megahertz, früh morgens. Der Typ erwartet dich. Na gut, dann wissen wir ja, was wir so zu tun haben erstmal. Wie wähle ich denn die Waffe? Ist die ausgerüstet? Inventar. Waffen. Stumpf. Ah. Ausgerüstet. Ah, okay. Huch. Ah ja, okay. So fühle ich mich dann schon ein bisschen sicherer. Ist hier noch irgendwas? Nee, okay, hier ist nichts mehr. Let's party. Ja, weiß ich nicht. Okay, es geht runter. Ja, in dem Sinne, party hard, Leute. Party hard. Okay. Ah, okay. Okay, ja gut, ja gut. Schön zu wissen, aber naja. Wer kreist immer die ganze Zeit da im Hintergrund rum? Was ist denn hier los? Okay. Ich bloß noch in Ruhe, ey. Will damit nichts zu tun haben. Egal, wer oder was du bist. Okay. Was ist das für ein Steg hier? Das erinnert mich gerade so ein bisschen an Resident Evil. Muss ich da jetzt gleich irgendwie so einen riesen Fisch bekämpfen oder was ist da los? Okay. Da ist ja. Da ist ja jemand. Der ist gerade am Essen. Und der stinkt. Bestimmt so ein Gamer. Aus dem Keller. Scheiße. Beißer. Okay. Ja, okay. Bist du hässlich? Okay. Boah, ist ja noch einer. Ach, hör mir auf, ey. Oh, Zigaretten. Wah, widerlich. Sowas nicht. Das ist aber ein kleines Kind. Das ist ein kleines Kind. Huch. Hallo? Ist jemand zum... Ich soll ja nicht Hallo sagen. Bei Zombies. Bin ich bescheuert? Den nehmen wir mit,
Das alles mitnehmen, was es hier gibt. Okay. Ah, Alkohol. Ja, da bin ich dabei. Okay. Okay. Was haben wir hier? Klempnerhammer. Oh, okay. Wow. Guck der her. Oder der, die das. Ach, pfui. Widerlich. Widerliches Haufen. Ist er bei. Sind wir bei. Nee. Scheiße, wir sind ja nicht bei Forest. Okay. Schade. Da ist ja noch einer. Jetzt war einer auf die Mattscheibe hier. Okay. Okay. Ja, das kriege ich aber noch hin. Jetzt will ich hier hochklettern. Ja, moin, so sehe ich aber auch aus, ey. Ja, kletter doch hoch. Willst du mich verarschen? Ich muss erst hier rüberspringen? Okay. Police. Pistole drin? Nee. Schade, Marmelade. Okay, hier ist nix. Da sind Beißer. Nicht gerade weniger. Hier ist ja alles voll. Level 1. Ja, danke. Das will ich nicht wissen. Gasbuddel. Ja, okay. Nee, die brauche ich jetzt gerade nicht. Boah, schnell weg da. Wir können... To Misty Forest. Ja, super. Nee, also da will ich jetzt gerade nicht so unbedingt hin. Nee, also da brauche ich wirklich andere Mittel und nicht einfach so einen Baseballschläger. Weil der hilft mir hier definitiv nicht weiter. Forest Retention Area. Please do not disturb the local wildness. Ja, ich glaube, die Local Wilderness ist gerade hier das geringste Problem. Ich springe einfach drauf los. Schlechtes Timing. Schon wieder da. Ach nee, schade. Gerade? Hä? Was?
Ja, ich meine, gut, klar, es ist realistisch, aber... Könnt ihr mich feige nennen, wie ihr wollt. Aber wenn das passiert, ich habe in der Panik definitiv keine Zeit, noch nachzudenken, wie ich am besten springen muss. Ich spring dann einfach. Ah. Ja gut, hier kommt jetzt definitiv kein Zombie noch mehr her. Doch, eine Höhle, klar. Ist auch richtig. Frodo, jetzt entscheide dich doch endlich mal, was du spielen willst. Hier kommt kein Zombie hin. Na klar, warum auch nicht? Tritt. Ah, schön. Das sieht schon... Also, wenn ich nicht wüsste, dass hier Zombies rumlaufen, würde ich sagen, geile Landschaft. Würde ich hinziehen, aber... Nee, du, lass mal. Was ist hier gerade passiert? Ach, fuck off, Alter. Das ist ja genug, das war... okay. Ich gucke jetzt mal nicht weiter nach unten. Weil das ist genau das, was ich hasse. Parkour-Stufe aufgestiegen. Drücken Sie U, okay. Okay. Kampfpunkte. Holy shit. Gut, das gucke ich mir später an. Na, fast. Was? Bitte? Vor allem, warum wird es auf einmal so dunkel? Sehe ja fast nichts mehr. Muss ich da irgendwie was drücken oder ist es. Ah, gedrückt halten, okay. Wo ist nochmal für sich nochmal ein bisschen sicher gehen? Na, ist schon für sich? Dunkel. Für mich? Zeit, ein Versteck für die Nacht zu finden. Ja, aber wirklich? Was Besseres werde ich nicht finden. Ja, dann aber mal ziemlich zügig. Du bist wie verarschen. Also nicht ernsthaft, dass ich jetzt... So nämlich. Uiuiuiui. Ihr seid sicher, dass es hier sicher ist? Gut, ihr müsst es ja wissen. Okay. Die Sendestation sollte hier irgendwo sein. Ja, aber erstmal alles looten, so klar. Allgäu finde ich immer super. Da bin ich doch da, also da bin ich dabei. Okay, guck ich mir gleich an. Was war das? Wer? Hallo? Ist ja jemand hier?
Abgeschlossen, okay. Finde ich nicht gut. Federn, Teile. Jemand hat die bewegt. Vor kurzem. Der wurde verschoben. Gut, probieren wir's. Das ist sie. Die Sendestation. Ich muss den Generator anschmeißen. Das sagst du mir jetzt. Jetzt muss ich wieder raus. Geht das jetzt? Warum denn nicht? Bist du verrückt? Oh, da ist noch eine Pflanze. Oh, nee. Wenn ich das Ding einschalte, passiert doch gleich was. Generator laut. Noch schlimmer. Kümmere dich erstmal um den Zombie. Um die Zombies. Was zum Teufel ist das? Die massive Schalpause sollen sie bald werfen können. Wenn hier ein Gegner. Hm? Okay. Ah! Boah. Ja, du blöde Schachtel. Blöde Kuh, Alter. So, jetzt ist erstmal die weg. Also, weißt du, da wäre ich aber. Da wäre ich fuchsvoll, wie es will. Uff. Das war knapp. Du bist ja die hässlichste von allen. Holy shit, also einfach nur draufprügeln. Das war jetzt so meine Devise. Lass mal ganz kurz Heilung einsetzen hier. Das war jetzt nicht gerade sehr viel. Zubehör. Dietrich. Ich crafte mal ein paar Dietriche. Inventar. Kann man das irgendwie zerlegen, okay. Okay, da kann ich auch nichts machen. Aha. Das, ja, das wird Zeug sein, dass man es mal kaufen kann. Okay, das verstehe ich ja, aber. Kann man. Hier unten ist doch dieses Rad da. Nein, dieses Rad nicht, aber diese Dinger, da müssen wir doch irgendwie sagen können, okay. Das will ich haben. Irgendwie. Oh, kann man. Ah, verstehe. Man muss also. Okay. Verstehe. Okay. Ja, hab's begriffen. Ja, aber wir müssen erst mal gucken hier, wie das funktioniert.
gefällt mir halt gar nicht, dass ja jetzt das Ding hier an ist. Finde ich nicht gut. Was ist diese Tasse da oben? Ist die hier oben irgendwo? Warum kann man die nicht von hier zu machen? Warum macht man die von der anderen Seite zu? Also das Treppenhaus, also da wäre ich doch eher dafür, wenn man hier das zumachen könnte. Da wären wir doch hier erstmal sicher. Verstehe ich nicht. Aber gut, klar, müssen die wissen. Oh, Sicherheitszonen. Fragezeichen, damit ihr Netzwerk in Wiedereinstellungspunkten erweitert. Alle Sicherheitszonen sind mit UV-Lampen ausgeschaltet. Wo soll die haben abgeschaltet? Ist okay. Der liegt einfach hier draußen. Das mittlere Bild, der liegt einfach draußen bei diesem Sicherheitsding da. Ja, genau, jetzt würde ich das machen. Okay. Ja, warum nicht? Gut, dann schlaf die mal aus. Viel Spaß.